Als nächstes haben wir ein ganz besonderes Video, nämlich eine Straßenumfrage. Ewa. Und da geht es darum, dass hier jemand auf die Straße gegangen ist und die Leute gefragt hat auf der Straße, welches Turnier ist das bessere? Welche Show ist die bessere Show? Rap La Rue oder Icon? Krass, okay. Und darauf reagieren wir jetzt. Rap La Rue versus Icon, Straßenumfrage. Aber was hat KMN damit zu tun? Okay, ich bin gespannt. Ich freue mich darauf. Könnte auf jeden Fall geil werden. Ja, safe. Und Straßenumfrage mit Icon vs. Rap La Rue gab es noch nie, haben wir noch nie gesehen. Richtig, ne? Ja, stimmt. Ist jetzt das erste Mal. Ich freue mich darauf. Ist auch ein etwas kleinerer YouTuber. Ja, lasst auf jeden Fall Liebe da. Ah, sogar frisch. Okay, frisch. Lasst auf jeden Fall Liebe ja, da. Ja, so, lasst Ist, glaube ich, da. Sein erstes Video. Ja. Ne? Wir schauen uns das Video mal zusammen mit euch an. Ich bin gespannt, wer hier auf der Straße den besseren Namen hat. Let's so. Go. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Mein Name ist Samuel. Man nennt mich auch die Nase. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute im wunderschönen Darmstadt, die Stadt der Wissenschaften. Wir werden die Leute heute fragen, seid ihr Team Rap La Rue oder Team Icon? Let's go. Okay, das folgende Video dient nur zu Unterhaltungszwecken. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Die Charaktere im Video stellen Kunstfiguren nach. Okay. Oh, Bruder. Okay. Die Frage des Tages ist heute Icon oder Rap La Rue. Bist du Team Icon? Bist du Team Rap La Rue? Oder wie sieht es da bei euch aus? Icon, Bruder. Und du? Icon. Also, warum Team Icon? Warum nicht Rap La Rue? Icon ist einfach besser. Okay, mein Bruder. Vielen Dank. Boah, die haben ja gar keinen Bock auf das Interview. Ja, richtig gar keinen Bock darauf. Bruder, ja. Der eine ist gerade 7 Uhr morgens aufgestanden, erste Mathestunde. Aber egal, Bruder. Egal. Egal, Bruder. Du bist da, du bist da. Gehen an Icon. Du bist da, Bruder. Passt auf euch auf, viel Spaß mit euren Frauen. Gehen jetzt auf den Luisenplatz. Ach so. Und gucken mal, wer sich hier so rumtreibt und wen wir fragen können. Okay, ich bin heute mit. Brian. Und? Timo. Okay, Brian und Timo. Schön, euch kennenzulernen. Die Frage heute... Oder die wollten doch nur essen! ...oder Rap La Rue? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ey, Junge, ich kann nicht... Rap La Rue? Ja, ja. Und Icon? Okay, eins gegen... Du sollst doch nur... Du hast nur einen Job, Bruder. Blablabla. Blablabla. Schön, Bruder! Ja, eins. Wer gewinnt, der weißt du doch. Oder? Ja. Okay, wir haben einmal Team Icon, einmal Team Rap La Rue. Kannst du mir sagen, warum Icon? Also Icon, ich finde Icon generell besser. Also die Rapper und so da, die da sind. Okay. Finde ich einfach besser, keine Ahnung, weiß nicht. Okay, ist verständlich. Bei dir so, warum Rap La Rue? Weil die Lieder einfach besser sind. Ja. Okay, Jungs, das war's dann auch an der Stelle. Dennis. Okay. Momo. Dennis. Ich meine, am Ende des Tages, es ist Geschmackssache. Es sind beide Shows so, wisst ihr, was ich meine? Jeder gibt sich Mühe, so, ob der eine jetzt Icon feiert oder Rap La Rue. Ich find's einfach nur witzig, wie die Reaktion hier auf der Straße sind. Ich bin gerade weggerannt, da dachte ich, würde ihm pfeffern. Sehe ich so schlimm aus? Nein, Bruder. Dankeschön, mein Bruder. Okay, Jungs, eine Frage habe ich an euch. Yeah. Icon oder Rap La Rue? Rap La Rue. Icon. Icon. Boah, beides ist stark eigentlich. Icon. Stark. Ewa! Walla, Wuschelkopf! Abo Afroboy! Walla, ich wuschel dein Kopf! Icon, Bruder, Icon. Okay, wir haben Icon, Rap La Rue. Nein, Icon. Rap La Rue, Icon. Rap La Rue. Und die haben Icon, Ende gemacht, Icon. Ja? Icon. Okay, wir haben viermal Icon, einmal Rap La Rue. Warum Rap La Rue? Da gibt's halt krasse Rapper. So wer zum Beispiel? Bei Icon, die rappen nicht so. Die rappen nicht diese Rappen, sondern die machen so leichte Raps. Du meinst so Mainstream? Ja, ja. Die rappen nicht so. Die machen leichte Raps. Die machen nicht leicht. Es gibt einmal leichte Rap, so auf 70 Kilo. Und es gibt einmal so Schwergewicht, so. Ja. Weißt du? Ja. Aber ich weiß, was der meint. Der meint so, ja, normal. Ja, ich weiß, Mainstream. Ich weiß, was der meint, ja. So, deren Texte kann man schnell lernen, so. Mhm. Und Rap La Rue findest du ein bisschen... Ja, ja, ja. Okay, was sagst du, warum Icon? Ich finde Icon, weil es auch schon so länger geht und da waren auch schon sehr gute Künstler wie Bobby und so. Okay, verständlich. Was sagst du, ja, warum Icon? Ja, tamam, aber das hat halt ja nichts. Dafür kann die Show ja nichts. No. So, ne? Weil das so länger geht? Ja. Ja. Es ist halt so. Aber das Argument mit Bobby war okay, so. Ja, so. Einer auf da kamen schon gute Talente bei raus. Ja, so. Boah, Bruder. Es gibt schon starke Künstler und es ist auch eigentlich auch spannend, ja. Okay. So. Baba Mist, Bruder, der ist richtig, hat richtig Herz, Bruder. Diese eine Folge, wo der eigentlich rausgewählt, also der hätte ja eigentlich jemand rauswählen wollen, wählen und so. Aber hat sich selbst gewählt, Bruder. Also charakterlich Skandal sehr stark. Bester Mann. Auf jeden Fall. Ey, was, Skandi? Wo sind die Skandalisten? Zeigt euch! Wallah, zeigt euch! Aber hat sich selbst gewählt, Bruder. Also charakterlich Skandal sehr stark. Bester Mann. Auf jeden Fall. Bruder, ich feier am meisten KMN. Und du, mein Bruder? Ich, weil. Hä? Shabab. Mhm. Shabab ist richtig krass, hatte geile Stimme und so. Okay, kannst du einen Text von Shabab? Einen Satz? Voila, das macht Ewa, man nicht. Ewa, push. Ketama Hash im? Panam.
Eva, stark, mein Bruder. Stark, Bruder. Stark, Bruder. Schau, ich bin stolz auf dich. Er hat's versucht, Bruder. Schau, ich bin stolz auf dich. Aber ey, der Bruder scheint auf jeden Fall auch richtig in der Icon-Materie zu sein, ja, ne? Ja, normal. Der so. Stellt die Fragen. Der muss ja wissen, worum es geht. Ja, so. Jungs, vielen Dank. Ja. Ich danke euch. Geile Truppe. Passt auf euch auf. Bleibt sauber, danke. Bleibt gesund. Ciao, ciao, Jungs. Was machst du? Was machst du so? Oder also einfach faxen eigentlich. Okay, aber und dein Kanal wird nicht groß, oder was? Ich hab 53 jetzt. Ja, ist doch gut. Einfach weitermachen. Einfach kontinuierlich einfach durchziehen und das wird schon. Die Frage des Tages, Icon oder... Also er ist YouTuber scheinbar. Er ist YouTuber, genau. Rap La Rue. Wer ist das? Wer ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Du bist im YouTube-Kosmos, aber weißt nicht, was Icon Rap La Rue sind. Ja, da fragt sich, warum läuft das Ding nicht. Ja, frag dich mal, warum läuft das Ding nicht. Das ist... Ah, Digga. Eieiei, Digga. Wie oft waren wir in den Trends? Jede Folge. Und der macht YouTube, ja? Welche YouTube macht der? In Deutschland oder andere Land? Der ist ja komplett vom Boden. Was macht der für einen Content, Bruder? Vielleicht so draußen zelten, 24 Stunden im Wald überleben oder so. Keine Ahnung, kann sein, Bruder. Haare passen. Weißt du wirklich, was Icon ist? Ich weiß es nicht. Hast du dieses YouTube-Format, wo die ganzen Jungs am Rappen sind? Was hörst du denn so für Musik? Bruder, ich hör keine Musik. Du hast gar keine Musik? Ich geh entweder raus oder... Und wer ist dein Lieblingsrapper? Mein Lieblingsrapper, Tupac. Ich dachte, du hast keine Musik. Ja, aber Tupac ist einfach Gold. Tupac kennt man einfach. Okay. Tupac. Danke, mein Bruder. Ich hoffe, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg noch. Gell, mein Schatz. Walla, der Bruder hat mein Ende gebracht. Ich bin voll verwirrt, ja. Der hat mich richtig verwirrt. YouTube-Name. Der wird hier unten eingeblendet. Mein Name ist Slicky Ilias. Das ist ein bisschen behindert geschrieben. So S-L-I-C-K-Y. Und dann Abstand I-L-J-A und dann Z-Z-Z, weil... Oha, Bruder! Halt und okay, Jonko, danke schön, wir sind fertig hier. Wir sehen uns, mein Bruder, ciao, ciao. Salih, Bruder. Salih, mein Bruder. Abdi. Ja, ich hab eine ganz kurze und knackige Frage. Icon oder Rap La Rue? Rap La Rue, Bruder. Jawohl. Okay. Icon, jawohl. Okay. Warum Rap La Rue? Bruder, aber weißt du, was ich cool finde? Guck mal, das sind scheinbar zwei Kollegen, ne? Walla, die sehen aus wie Brüder sogar. Der eine feiert Rap La Rue, der andere feiert Icon. Ja. Walla, cool. Ja, safe. Walla ist cool. Der eine guckt das, der andere guckt das. Walla, die gucken wahrscheinlich beides. Auch ja, gemeinsam beide. Wahrscheinlich, die ja. Die gucken wahrscheinlich beide Formate, aber er feiert das eine Format mehr, er das andere. Aber das finde ich cool. Wie ähnlich sehen die sich aus, Bruder? Guck mal, sogar diese Montclair-Zeichen auf diese Kopf ist sogar gleich. Das sind Brüder, 100%. Rap La Rue, Bruder. Jawohl. Icon, Bruder. Icon, jawohl. Warum Rap La Rue? Bruder, die haben bessere Traditionen, also sie rappen viel besser. Also bei Icon, Bruder, ich feiere das nicht so viel, weißt du? Weil wir haben keine Tradition, wir sind traditionslos. Okay. Weil bei Rap La Rue machen Volksmusik, wir machen keine Volksmusik. Weißt du? Okay. Also bei Icon, Bruder, ich feiere das nicht so viel. Verstehe ich, Bruder. Okay. Bei Rap La Rue, Bruder, ich finde das einfach geil. Wie Sammy und so, weißt du, Sadi? Aha. Meinst du vom Entertainment-Verhältnis? Ja, weil die gut raus sind. Rap La Rue besser? Die Stimme, Bruder, und diese Texte sind geil. Die Stimme von wem? Von Sammy, Bruder. Aber Sammy rappt doch gar nicht. Ja, aber diese Dings, du weißt, die Songs, was er früher rauskommt, waren sehr geil, Bruder. Ja, Mann, und jetzt? Ja, das ist auch ein Ich nehme alles zurück. Ich glaube, der Bruder hat nicht eine Folge von irgendwas geguckt. Aber das ist ein guter Grund, weil Sammy hat damals gute Musik gemacht, hat er gesagt. Und deswegen ist Rap La Rue automatisch besser. Weißt du, was ich meine? Walla, der Bruder weiß gar nicht, worum es geht. Walla, der hat nicht mal die Frage verstanden. Ja, früher, aber diese Dings, du weißt, die Songs, was er früher rauskommt, waren sehr geil, Bruder. Ja, Mann, und jetzt, ich meine, für die Künstler aktuell so, wer ist bei Rap La Rue dein Favorit? Gute Frage. Rap La Rue, Bruder? Ja. Sadik. Was hatte ich nicht nur für... Er war doch in der Jury, fünf Bruder. Fünf Folgen da oder ja, so. Ja, so. Er ist sein Favorit. Sadik macht das Ding. Vielleicht gewinnt Sadik noch, Bruder. Warte, was ist das für eine Antwort, Bruder, ja? Bruder, Sadik ist nicht bei Rap La Rue. Ich glaube, Sadik war in der Jury. Ja. Richtig. Ich meine jetzt spezifisch die Künstler. Wer hat dir am besten gefallen? Ja. Bruder, ich feier am meisten Kamen. Ah! Was? KMN? Kennst du diese eine Umfrage mit diese ich trage Gucci, weil Gucci ist mehr Präsentation? Genau so ein Niveau hat das gerade. Ich schwöre, das ist so meme-reich. Mach daraus Memes, Bruder. Oh! Ey, der hat ja komplett alles. Der ist ja komplett neben der Gang, Spur. Bruder. Der Bruder ist ja komplett neben der Spur. Am besten gefallen, da gibt's ja. Bruder, ich feier am meisten KMN. Ja? Du, der links! Alles gefickt, mein Bruder. Walla, warum Icon? Bruder, weil es einfach chillig und so.
Okay, stabile Antworten. Die Jungs sind chillig wegen Kali und so. Chillig und so, Wegen Malaga, Bruder, deswegen. Chillig. Duft kam durch Fernseher und so. Ich küsse eure Herzen, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Leute, schreibt euren Favoriten gerne mal in die Kommentare. Wie, das war's? Achso. Das fehlt mir sehr. Let's go. Wir sind natürlich auch Freunde davon, den Leuten einen Mehrwert mitzugeben. Ich laufe hier die ganze Zeit rum und sehe, hier sind sehr, sehr viele Menschen ohne Hab und Gut. Deswegen haben wir uns überlegt, ein paar Kleinigkeiten für die zu kaufen, denen es dann auch zu geben. Jetzt kommt eine kurze Sequenz, wie wir das machen, dann ist auch wieder fertig. Wir kaufen ein paar Frikadellen für die Obdachlosen. Bitte schön. Haben Sie Hunger? Stark. Sie gut. Schön. Und so was trinken? Ja? Bitte schön. Alpha Powerade, das war's, Bruder. Schmeckt, ich wünsche Ihnen alles Gute, ja? Ja, danke. Kein Problem, danke. Aber starke Aktion. Tschüss, guck mal, dieses Side-Eye von dieser Frau da. Tschüss. Was ist das für ein Side-Eye, Bruder? Ich hab voll Angst bekommen. Einfach Goomba von Mario. Ist du mich am Filmen? Leute, ich will mich hier nicht als irgendwie Gutmenschen oder so darstellen. Das dient einfach nur zur Inspiration. Ich möchte nicht hier einen aufmachen. Guck mal, was ich hier mache und tue und leiste. Es geht einfach darum, die Leute zu inspirieren. Vielleicht machen das mehrere. Es gibt genug Leute, die zu viel haben und es gibt viele, die zu wenig haben. Sehr gut. Von daher, let's go. Schön. Willst du mich abstechen? Bitte nicht. Voll, Jonas, Lukas, Vincent. Super, wunderbar. Eine ganz dezente, ganz lockere Frage. Bruder, die feiern Icon, Bruder. Das sieht man sofort. Icon oder Rap Larry? Icon. 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 Ihr seid Team Icon? Okay, habt ihr irgendwelche Talente? Nein, Bruder. Krasses Talent, mein Bruder. Baba, ich auch. Respekt, du bist auch krass. Das hat doch gar... Ich auch. Das ist ein Talent, Bruder. Ist man erstmal mehr als alle anderen, Bruder. So. Ist ich einfach. So, gute Talent. Weißt du, weil wenn ich dieselbe Anzahl esse wie er, ich kann nicht mehr. Er hat das Talent. Bei mir geht's. Oder ich kann 30, 40 Liegestütze am Stück. Ernsthaft? Yeah. Also du bist nicht fett, du bist ein Klotz. Ja. Yeah. Du bist der Nachbar, der Ohrfeigen verteilt in der Hut. Was krieg ich dafür, wenn ich das kann? Mach jetzt 40 Liegestütze, ich geb dir 5 Euro. Wow, wow, 5 Euro? Ich geb dir 5er. Guck mal, gerade genau so gehen saubere Liegestütze, meine Freunde. Einfach auf dem nassen Boden, Bruder, ja? Guck mal, du hast 50%, jetzt gib Gas, komm, 5 Euro, gib Gas. Komm, Kamera ist an, die ganzen Ladies gucken dir zu. Du wirst in der Schule ein Superstar. Jetzt haben wir 30, noch 10 Stück, schaffst du locker. 5 Euro! 10 Stück. Bruder, für 5 Euro kannst du dir heute nicht mal mehr... Bruder, der kann sich nicht mal die Hände waschen gehen für 5 Euro. Du kannst dir nicht mal Yam-Yam holen, Bruder. Ich hätte gesagt, der kann Döner und kann den nicht mal holen. Bruder, der kriegt eine Cola-Dose daraus. Schwer sogar. Komm, schaffst du. Egal. Sehr schön, mein Bruder. Respekt, ich kann nur 2. Sauber, saubere Leistung. Du kriegst trotzdem 5 Euro von mir. Ich guck mal, ob ich hier 5 hab überhaupt. Der hat nur 2,50 Euro, so hier, Bruder. Okay, ich geh ganz gut für dich wechseln und dann kriegst du den 5er. Ah nee, der kommt nie wieder! Nee, der Marokkaner hat wieder hier nichts geleistet. Ich bitte schon, mein Bruder, das ist für dich, hast du dir verdient. Mach weiter so. Ich kann wirklich nur 2. Ich weiß gar nicht, es liegt gar nicht in meiner Vorstellungskraft, wie du gerade 3 Liegestütze gemacht hast in dem Alter. Respekt. Okay, die Frage des Tages lautet, Icon oder Rap Larue? Icon. Icon. Du hast der Kanone geschossen, Icon, warum? Icon oder Rap Larue? Icon. Boah, Bruder. Bruder, die sehen nicht nur gleich aus, die haben nicht nur gleiches Style, die reden auch gleichzeitig. Alter, ich schwör's, das sind aber richtige Hardcore-Fans. Ja, ja. Ich, guck mal, der lächelt, der hat nur auf diese Frage gewartet. Sein Leben so, lang. Das kam aus der Kanone geschossen. Icon, warum? Natürlich! Was ist Icon besser? Künstler. Die Künstler sind besser? Format, welcher Künstler ist dein Lieblingskünstler? Warte! Nein! Warte! Was denkst du, welche Künstler feiern die am meisten? Guck dir die an. Guck dir die an. Ich sag dir ehrlich, die feiern ein Kali, die feiern ein Skandal sehr, aber die feiern auch ein Shabab sehr. Mhm. Was sagst du? Ein von den 3 Namen, 100%. Was sagst du? Jetzt von dieser Season oder denkst von du? Von dieser Season. Ich glaube, die würden auch so Bobby Van Damme sagen. Aber können, ja, aber jetzt, wir reden von dieser Season. Ja, ich glaube auch, die Namen, die du gesagt hast, ja. Die ja. sehen auch so aus. Der Shabab, Skandal. Was sagst du? Bei mir kommt es darauf an, Biggie. Weil ich finde Rap Larue ist eher ein Contest. Biggie nicht. Okay. Ein Contest und Icon 5 sind mehr Challenges, also so. Okay. So Team-Challenges, Einzel-Challenges, ja genau. Okay, also du findest Icon an sich interessanter, spannender, genau, da ist mehr Reiz, sagst du? Ja. Okay, plausible Antworten, solide. Ich wünsche euch was, Jungs, dankeschön. Passt auf euch auf. Aber ich lag richtig, ich sehe das. Vor allem auf der Straße, kennst du das manchmal? Du siehst so Jungs und du siehst an deren Style, okay, ich weiß, die gucken Icon und das sind richtige Bobby- oder Kennern-Fans. Ja, manchmal siehst du das. Genauso, wenn du Skater siehst auf der Straße, dann denkst du auch direkt, das sind Tilo-Fans. Ja, so. Aber man sieht das, man weiß das einfach. Man weiß das. Icon oder Rap Larue? Hä,
Icon oder Rap Larry. Hast du beides nicht? Ach, noch krass. Nie da reingeschaut? Nein. Keine. Krass. Du? Ich finde, Icon hat die besseren Songs gemacht. Besseren Songs, also besseren Künstler an sich, sagst okay. du? Okay. Okay. Du stellst dich zu dem. Also auch Icon. Stark. Okay. Kannst du auch begründen, warum? Bruder, ich finde eher die Songs von Icon besser. Also. Die Jungs sind Icon-Fans, oder? Kann man das so sagen? Ja. Ja, okay, super, wunderbar. Boah, die hatten ja gar keinen Bock, gar keinen Bock, Bruder. Erklär doch mal ein bisschen, warum, wieso, weshalb, ja? Wieso, Bruder? Aber geht doch mal drauf ein, so. Ihr seid vor Kamera, Bruder. Erzählt doch ein bisschen. Danke euch. Vielen Dank. Passt auf euch auf und schönen Tag noch. So, meine Freunde, wir kommen zum Ende vom Lied. Das Video ist vorbei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es ist mein erstes Video, dementsprechend oh. Ich viele Patzer. Ich nehme sehr, sehr gerne sogar konstruktive Kritik an. Ihr könnt mich natürlich auch fertig machen, macht, was ihr wollt. Und wie gesagt, kommentiert. Icon oder Rap Larue. Also, guck mal. Cooles erstes Video auf jeden so. Fall. Unser erstes Video sah nicht besser aus. So, so Bruder. Der Anfang ist immer am schwierigsten. Deswegen wünschen wir dir erstmal viel Glück an der Stelle. Zieh durch. Aber konstruktive Kritik, Bruder, an der Stelle. Versuch, nicht vom Thema abzuschweifen. Yeah. Versuch, das Thema immer auszuschlachten. Geh weiter auf die Materie ein. Stell mehr Fragen. Stell Fragen, die triggern könnten. Stell Fragen, die triggern oder fitner machen könnten oder lustig sein könnten oder süß oder schön. Weißt du? Ein Video braucht immer Höhepunkte ja. von Emotionen. Lustig, aggressiv. Weißt du? Das ist so eher so sehr chillig gewesen. Falls du es nochmal machst, dann kannst du es ja noch besser machen. Aber ich so. Muss sagen, das erste Video war super, Bruder. Ja. Ich war wirklich gut. Ich würde mir auf jeden Fall einen Teil 2 wünschen, ja, wenn ja, ja. Auch die Rap Larue Staffel zu Ende ist. Weißt du? Boah, so. Ja, weil stimmt. dann kann man es doch besser vergleichen. Ja, man ja. weiß ja jetzt nicht, was die noch im Finale machen genau. und so. Ne? Ja. Aber dann, wenn er dann nochmal hingeht, dann muss er auch nochmal ein bisschen noch mehr in die Materie. Ja, wenn ja, du fragst, ja, genau. Rap Larue oder Icon und der sagt Icon oder Rap Larue, dann musst du auch fragen, warum? Mhm. Wer ist dein Lieblingskünstler? Mhm. Welche Folge hat dir am meisten gefallen? Ja. Welcher Moment hat dich am meisten genau. geprägt? Solche Sachen müsst ihr fragen. Safe. So. Aber ey, cooles Video. Lass gerne ein Like bei dem Bruder, lass ein Abo gerne bei dem Bruder. Unterstützt auch. Wir unterstützen auch kleinere Leute. Normal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Ciao.